Frau Stelzel? Ja? Danke. Sie haben mir was verloren. Danke. Ja, dürfen Sie bitte. Guten Morgen, was darf für Sie sein? Eine Breze. Und was darf sein? Guten Morgen, ich hätte gerne 5 Brezen, 5 Semmeln, 5 Croissants und 2 Baguettes. Gerne. Und? Und? Was kommt dazu? Was möchten Sie noch? 6 Croissants, 6 Semmeln, ein Laibbrot. Da gehe ich nächsten Samstag hin. Speed Dating. Das ist doch ideal für mich. Ich habe kaum Zeit, jemanden kennenzulernen und an so einem Abend treffe ich bis zu 20 Männer. Was soll denn das bringen, wenn du dich mit 20 Männern gerade mal 2 Minuten unterhältst? Da lernst du doch keinen kennen. Ja, aber ausprobieren kann man das doch mal. Vielleicht ist ja einer dabei. Das sind doch nur Leute Abstauber. Ich bin jetzt 40. Bringt ja noch nicht mal mehr was, wenn ich mir meine Eizellen einfrieren lasse. Das fällt dir aber früh ein. Du wolltest doch bislang auch gar keine Kinder. Doch. Ich dachte, ich hätte noch Zeit. Du musst einfach mal Prioritäten setzen, ja? Und du musst dich entscheiden, was dir wichtig ist. Du hast doch nie Zeit, nicht mal an einem Sonntag. Ich meine, es ist doch klar, dass den meisten Männern das auf Dauer einfach zu wenig Restzeit ist. Ich lerne ja erst gar keinen kennen, der mir gefällt. Michael! Michael! Ja, wenn du die immer so vollstopfst, dann muss sie doch mal kaputt gehen. Ein Pflaster. So. Danke. Mit dem Finger, da kann ich natürlich nicht, also kann man nicht. Nee, ist schon klar. Wir schaffen das auch alleine. Gut. Oh, hat er sich aber eine Riesenverletzung zugezogen. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen und viel Erfolg. Ja, ich bin so in der Kfz-Branche. Und wo? So im Münchner Umland. Also. Was machst du so? Ich bin Wirtschaftsmathematikerin bei einem Rückversicherer. Ja, also gehobenes Management. Ach so. Ja, ist auch nur ein Job. Nee, nee, das ist schon klar. Du, sag mal, dein Assistent, der neue Kieferchirurg, ist der noch solo? Ja. Aber ich glaube, der sucht was Normales, was Bodenständiges. Katrin ist doch bodenständig. Na ja. Die sehnt sich nach ganz normalen Dingen. Ein Mann, der sie in den Arm nimmt, Kindern, einer Familie. Ja, schon, aber für Männer ist es einfach nicht leicht, wenn die Frau doppelt so viel verdient. Das
Das kratzt an eurem Selbstbewusstsein. Bitte die Plätze wechseln. Hi, ich bin der Christian. Katrin. Ich habe meinen Steuerfachwirt gemacht. 3 Jahre Abendschule. Ja. Ehrlich? Toll. Und was machst du so? Ich bin Wirtschaftsmathematikerin. Auch toll. Aber das heißt ja nicht, dass mir Familie nicht wichtig ist. Mhm. Im Gegenteil. Ich mag Fußball. Ich bin Fußballfan. Ich bin schon als kleines Kind immer im Stadion. Mhm. Ciao und viel Glück noch. Hi. Ich bin Andi. Hallo. Also ich bin 37 und ich bin Anwalt. Krankenschwester. Katrin. Krankenschwester. Schwester Katrin. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Der schnell wachsendste Laubbaum in Europa. Und im Herbst verliert er als allerletzte seine Blätter. Du kennst dich ja aus. Nur so Allgemeinwissen. Im Karwendelgebirge, da gibt es den großen und den kleinen Ahornboden. Da stehen über 2000 Bergahorn, die zum Teil 500 Jahre alt sind. Im Herbst, wenn das Licht tief steht, dann leuchten die Blätter rotglühend. Würde ich gern mal sehen. Würde ich dir gern zeigen. Arbeit kenne ich. Also ich meine, Nachtschicht
Auch am Wochenende. Es war schön. Es war wunderschön. Ich ruf dich an, okay? Tolle Frau, tolle Nacht. Definitiv nicht mehr. Ein bisschen dünn vielleicht, aber sonst. Er hat schöne Augen. Ist überhaupt sehr attraktiv. Ist mir gleich aufgefallen. Toller Typ. Er ist aufmerksam. Er riecht gut. Wir konnten über das Gleiche lachen. Du. Die hat mir vorgerechnet, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass wir von Meteoriten getroffen werden. Von den Meteoriten? Naja. In Nevada wollen die Leute sich wohl alle dagegen versichern lassen, weil da das Risiko am höchsten ist. Eine kleine Katastrophenprophetin. Nee, überhaupt nicht. Die kannte ganz genaue Zahlen. Das klang alles total logisch. Die ist nicht nur schön. Und weißt du was? Der steht auch auf Fußball und dabei ist er Anwalt. Das hört sich doch super an. Ja. Wo ist der Haken? Ist er verheiratet? Hat er Kinder? Nein, nichts. Es war gleich vertraut. Es hat sich einfach gut angefühlt. Weißt du, wie lange ich keinen Mann mehr getroffen habe, der mich so angezogen hat? Ausgezogen? Ja, auch. Später dann. Und triffst du doch wieder? Nach der Sache mit Ella. Diesem reichen Typen. Ja. Aber, schau mal, du kannst dich doch nicht... Komm, eine Woche vor der Hochzeit? Kann's nicht mehr hören. Sind doch nicht alle Frauen wie Ella. Ich habe ihm einfach gesagt, ich bin Krankenschwester. Was? Ja, ist mir so rausgerutscht. Also, ich sag's ihm schon noch. Jetzt komm mal raus aus deiner Soße. Kannst dich doch nicht jahrelang im Selbstmitleid schulen. Gieß doch gar nichts an. Doch, das gibt mich schon was an. Ich habe dich in meiner Wohnung vorübergehend aufgenommen. Das bist du seit einem Jahr hier. Und dein ganzer Hausrat stapelt sich in meiner Garage und ich kann die ganze Nacht nach einem Parkplatz suchen. Und deine Anwaltsnummer, mit der du die Weiber flachlegst, die geht mir echt auch auf den Sack. Bist ja nur neidisch. Ja, stimmt. Ich glaube keiner, dass ich ein Anwalt bin. In der Stadt, vorübergehend beim Kumpel untergekommen. Und du weißt genau, dass ich Zucchini hasse. Das wird nie wieder vorkommen, Entschuldigung. Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn man sich Hals über Kopf verliebt. Was war das mit Georg? Warum fängst du denn immer mit Georg an? Das ist doch schon 3 Jahre her. Naja, es gab seitdem ja auch keinen richtigen Mann in deinem Leben. Doch, aber die waren alle nicht der Rede wert. Die haben mich schon nach einer halben Stunde genervt. Spätestens, wenn sie von ihren Autos erzählt haben. Weißt du, das mit Georg, das war schon okay, aber mit ihm war immer alles so erwachsen, so vorhersehbar, vernünftig. Dann gibt es keine Schmetterlinge, aber auch keine Tränen. Das hat auch Oma immer gesagt. Genau. Und außerdem ist Georg nicht damit klargekommen, dass ich beruflich erfolgreicher bin als er. Und ich habe ihn nicht genügend bewundert. Hi. Guten Morgen, Tom. Gibt's schon Frühstück? Wenn du dir eine Tasse spülst, dir einen Kakao machst und dir ein Brot schmierst, dann gibt's Frühstück. Hör mal, ich habe mir gedacht, zu deinem Geburtstag könnte ich doch die Skaterbahn mieten. Und du lädst ein, wen du willst. Und es gibt Hotdogs und Eistee. Echt jetzt? Ja. Und ich darf einladen, wen ich will. Und so viele du willst. Cool, ich muss gleich Fini anrufen. Das Handy für Lena, die Playstation für Tom und jetzt die Party. Du sollst den Kindern nicht mal so teures Zeug schenken. Aber das sind doch auch irgendwie meine Kinder, so als Patentante. Ja, eben. Dann verbring Zeit mit ihnen. Und was soll ich mit ihnen machen?
aufmachen. Morgen, Schulte. Bis gleich. Ja. Also was wir hier sehen, sind Prognosen auf der Basis einer Hochrechnung einer Computersimulation, eingeteilt in Y sehr gering, sehr hoch und X-Achse sehr unwahrscheinlich, wahrscheinlich. Das hier dargestellt auf Seite 26, auf Seite 26. Die Ausgangssituation ist eine Studie von Mars. Danke, danke, Herr Schulte, danke. Katrin, könnten Sie vielleicht übernehmen? Wie Sie anhand der Grafik leicht erkennen können und wie vom Kollegen Schulte bereits richtig erläutert, steigert sich die Wahrscheinlichkeit eines Supergaus nicht wie bisher angenommen um 0,3% jährlich, sondern um knappe 4%. Die Klimaextreme sind keine Ausnahme mehr, sondern werden zum Regelfall. In Relation zur Dichte der AKWs in den zu berechnenden Gebieten müssen wir jährlich mit einer Katastrophe in den Ausmaßen von Fukushima rechnen. Deswegen ist es zwingend notwendig, die Tarifanpassung in den betroffenen Ländern so schnell wie möglich umzusetzen, um weitere Großverluste für unser Unternehmen zu vermeiden. Danke, Katrin. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Also, der steht einfach auf dich. Nein, der steht nicht auf mich. Ich arbeite einfach nur dreimal so viel wie du, damit er mich überhaupt wahrnimmt. Und wenn ich befördert werde und nicht du, dann liegt das ganz bestimmt nicht daran, dass ich eine Frau bin. Katrin, so war es doch gar nicht gemeint. Georg, das weiß ich doch. So, die Zahlen aus der EDV und der Bericht für den Vorstand. Danke. Ach, und die Kornschläger hat schon wieder angerufen. Die brauchen dringend ihre Einschätzung für das Endlager der Mühlbrot. Danke, Jessie. Was gibt's denn so Dringendes? Er ruft nicht an. Das tut mir leid. Ich dachte, diesmal wäre alles ganz anders. Ich hätte es dir auch gewünscht, aber ihr kanntet euch doch oft kaum. Ich hatte so ein gutes Gefühl. Ich verstehe das einfach nicht. Es war doch alles toll. Wir haben uns so gut verstanden. Der Sex war super. Es hat sich einfach so gut angefühlt. Ich weiß gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Was stimmt denn nicht mit mir? Mit dir stimmt doch alles. Nein, eben nicht. Ich meine, es funktioniert ja noch nicht mal, wenn ich mich als Krankenschwester ausgebe. Er war halt noch nicht der Richtige. Du, hör mal, ich mache hier gerade einen Abdruck. Morgen hat mich ein Fünfjähriger gebissen, absichtlich. Und in einer Stunde sind Tom und Lena zu Hause. Und die haben Hunger. Weißt du, wenn er sich bis jetzt noch nicht gemeldet hat, dann steht er vielleicht nicht auf dich. Lass uns später mal telefonieren. Okay. Tschüss. Tschüss. Bevor ich es vergesse, möchte jemand mal eine VIP-Karten für Samstag? Wir könnten diesmal schon Master werden. Leider ohne mich. Mein Enkel segelt eine Regatta, da muss ich mit. Ich kann leider nicht. Emily und ich haben Geburtsvorbereitung. Hecheln und Händchen halten, ja? Alles vollkommen überbewertet. Wir hatten danach einen Kaiserschnitt. Ich hätte Zeit, ich würde gern gehen. Wunderbar. Allein. Hechen und Händchen halten war ja eh noch nie dein Ding, ne? Das lass doch mal lieber Katrins Sorge sein, nicht? Seine Pasta al Sardo ist großartig. Also, ich mach die ja normalerweise mit Dosensardinen. Er macht die mit richtigen Sardinen. Das ist ein kleiner Unterschied, aber ein extrem anderer Geschmack. Wirklich, völlig anders, aber lecker. Katrin, was ist? Ich habe einen wichtigen Anruf vergessen. Ich muss noch mal ins Büro. Ich komme dann nach.
Komisch, ich dachte, ich hätte gerade diese Katrin da gesehen. Was sollen die hier? Keine Ahnung, aber ich dachte, ich... Die geht dir nicht mehr aus dem Kopf, Herr Anwalt, hä? Ich möchte meinen Garten gestalten und auf unserem Versicherungsgelände, da arbeiten gerade zwei Angestellte von Ihnen und die machen das ganz gut. Andreas und Norbert. Aha. Die arbeiten schon so lange bei Ihnen. Beide Gartenbauer, interessant. Aha. Ich melde mich wieder. Danke. Die neue Staffel kommt erst Ende des Monats, das lassen die einen so hängen. Ich brauche noch was zu trinken. Ich soll doch froh sein, dass sie ihn los ist. Früher oder später hätte er sie eh nur belogen und betrogen. Oder sich einfach nicht mehr gemeldet. Katrin, das ist ein Film. Ach so? Schau mich an, ich komme auch immer nur an die Falschen. Oder die Langeweiler. Ach komm. Ein Gärtner, der sich als Anwalt ausgibt. Und ich bin so blöd und falle auch noch drauf rein. Das ist halt passiert. Jetzt hakt das unter Erfahrung ab. Mhm. Ja, ja, klar. Und der kommt dann da einfach mit seiner Nummer so durch. Nicht mit mir. Das sag ich dir. Ich hab da eine Idee. Was denn für eine Idee? Ich weiß auch noch nicht so genau. Männer sind so berechenbar. Der wird sich noch wünschen, der hätte mich nie kennengelernt. Jessie? Ja? Such mir doch mal die coolste Ü30-Party für dieses Wochenende raus. Und mach mir davon einen schönen A4-Ausdruck auf buntem Papier. Klar, mach ich jetzt. Danke. Andi. Stimmt, Andi. Okay, schönen Abend noch.
Golf. Sorry, ich muss mal kurz, ich bin sofort wieder da. Hey, willst du vielleicht was trinken? Ja klar, warum nicht? Was möchtest du? Ein Champagner. Ist doch kein Problem für dich als Anwalt, oder? Weißt du, kann ich mir nämlich nicht leisten. Nee, nee. Ist kein Problem. Ja, Prost. Bist du öfters hier? Nein, ich habe nur eine Freundin begleitet. Die ist aber schon weg. Und du? Nee, Ü30 ist sonst nicht so mein Ding. Es ist so laut hier, man kann es kaum unterhalten. Da war das beim Speed-Dating schon besser. Hm? Ist so blöd, dass du dich nicht gemeldet hast. Mein Chefarzt, der hat immer Karten für die VIP-Lounge, fürs Fußballstadion. Du gehst doch gerne ins Stadion, oder? Ja, klar. Hab ich mir gedacht. Ja, ist wahrscheinlich eh jetzt zu spät. Ist schon morgen. Aber ich meine, bevor die Karte verfällt, das kann ich schon bestimmt irgendwie einrichten. Okay, dann bis morgen. Ich ruf dich an, ja? Hey, ich bin nur 23,50 von dir. Bin Champagner. Glaub mir, Nobby, es war der beste Sonntagnachmittag seit langem. Klar, das Spiel war toll, 4-0, aber das war's gar nicht. Ich komme mir so vor, als würde ich Katrin schon ewig kennen. Und trotzdem ist sie so geheimnisvoll. Geheimnisvoll? Na, ich meine mehr so überraschend. Hier und hier, die wusste schon 3 Pässe im Voraus, dass der Müller gleich ins Abseits läuft. Cool. Ja. Komm. Und ich kann mit der reden. Ich kann mit der reden und reden. Und es gibt keinen Moment, wo diese komischen Pausen entstehen. Ja, du weißt schon, wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll. Wer labert diese Endlos? Nee, ich. Verstehst du? Und ich weiß immer ganz genau, was ich meine. Und sie duftet nach Vanille. Und wenn ich die angucke, und jetzt sag nicht, wenn ich die anschaue, dann geht für mich die Sonne auf. Mit Vanille. Ach. Soll ich dir was sagen? Ich jetzt ganz schön erwischt. Nee. Sowas lasse ich mich gar nicht mehr ein. Aber anrufen kann ich sie ja trotzdem mal, oder? Geht nicht ran. Naja, die hat sicher irgendeinen Notfall auf der Station. Ja. Oder sie hat rausgefunden, dass du gar kein Anwalt bist. Katrin! Du warst im Stadion. Das muss ja ein super Spiel gewesen sein. Ich hab's im Radio gehört. Ja, war ziemlich gut. Mit wem warst du? Ein Bekannter, kennst du nicht. Nee, bist du nie im Stadion gewesen. Sei doch mal ehrlich, dir ging's doch nie ums Spiel, sondern mehr um die VIP-Lounge. Und als ich im Stadion war, hast du deine Emily kennengelernt. Ja, weil Emily für mich da war und Zeit für mich hatte. Ach, Georg, du hast es doch einfach nicht verkraftet, dass Dieter mich in die Chefetage geholt hat. Nein, ich wollte Familie, du nicht. Ich wollte auch Familie, aber du warst nicht kompromissbereit. Frauen rühren ein Herd, Männer machen Karriere. Katrin, hier vom Chef fürs Vorstandsmeeting. Danke. Nur mal angenommen, du findest jemanden, der sich mit dir auf dein Modell einigt. Die Kinder bekommst immer noch du.
Wo bleibst du denn? Meine Schicht hat längst angefangen. Ja, sorry, ich bin ja schon da. Wo ist er? Na? Ah, hey, Großer. Alles klar? Ich hab mein Sammelalbum fast voll. Ja? Mir fehlt nur noch der Torwart von Uruguay. Oh, cool. Wie heißt der? Weiß nicht, hab ich ja noch nicht. Also, tschüss, bis morgen. Mein Kollege wartet schon. Tschüss, Mama. Ciao. Ciao. Ach, Biene. Hier. Ich bringe ihn morgen direkt in die Schule, ja? Ja, danke dir. Ciao. Ciao. So. Und was machen wir? Gehen wir noch Schrauben. Schrauben? Hast du Bock? Ja. Alles klar. 1200 Kubik und 98 PS. Ist schon amtlich, oder? Wenn ich groß bin, kaufe ich mir auch einen. Meine Mutter bringt mich um. Komm. Wir müssen noch Zündkerzen sauber machen, Spalt prüfen. Und die Kette spannen und fetten. Genau, was noch? Natürlich den Reifendruck prüfen und den Ölstand checken. Natürlich. Andi? Ja? Ich finde dich echt cool. Ich dich auch, Kleiner. Gott sei Dank gibt's Internet. Jetzt könnte ich Lina und Tom noch nicht mal was mitbringen. Mensch, sag mal, immer so viel Zeug. Lass mich doch wenigstens ihre kleinen Wünsche erfüllen. Das habe ich ihnen versprochen. Und was ist hier los? Du, wir haben abgemacht, solange die Spülmaschine kaputt ist, ist das Geschäft nicht als Job. Weißt du, wenn es der Fernseher wäre, ja? Dann wäre das Ding schon lange repariert. Und warum machst du das jetzt? Weil wir kein einziges sauberes Glas mehr haben. Mich dieses Chaos hier komplett nervt. Und was ist mit Lena und Tom? Tom ist bei Finn und Lena liegt oben in der Badewanne mit dem Telefon. Komm, jetzt hilf du mir doch mal. Das bleibt immer alles an mir hängen. Also ich würde gerne mal eine Woche mit Michael tauschen. Ich gehe morgens in die Praxis, ja? Mach meine Ruhe, meinen Job. Und dann abends setze ich mich an den gedeckten Tisch. Mach doch mal einen Plan und teil deine Leute ein. Lust auf eine Spritztour mit dem Motorrad, A. Leihst du mir deine Lederjacke? Wer ist denn A.? Andi. Der Gärtner, ja. Du willst mit dem Gärtner Motorrad fahren? Klar. Du brauchst gar nicht so zu schauen. Es gehört alles zum Plan. Aha. Erst Fußball, dann immer gut aufgelegt und jetzt zum Motorradtour. Na und? Ich dachte, du wolltest ihm den Kopf verdrehen und ihn dann abschießen. Will ich ja auch noch. Wenn es soweit ist. Aber vorher kann ich doch wohl noch ein bisschen Spaß haben, oder? Den Ahornboden gezeigt, von dem ich dir erzählt habe. Aber da liegt jetzt leider schon Schnee. Wird ja auch wieder Frühling. Mal sehen, ob du wirklich so gut bist, wie du im Fußballstadion behauptet hast. Klar. Ja. Okay. Na, schon gewonnen. Mario Götze. In 110 Bundesligaspielen 32 Tore. Schweini, 322 Spiele, 40 Tore. Meine. Okay. Nochmal.
Jetzt aber. Ich habe eh schon gewonnen. Hä? Wieso? Nee, das sind 56 Karten. Ich habe schon 15 Stiche, 30 Karten. Du kannst gar nicht mehr gewinnen. Du zählst die Stiche? Ja klar, du nicht? Nee, das könnte ich mir nicht merken. Das ist doch ganz einfach. Wenn ich mir keine Zahlen merken könnte, da wäre ich in meinem Job aber total falsch. Naja, wir müssen doch immer ganz schnell die Dosierung für die Medikamente berechnen. Na, du schummelst doch. Kannst mich ja verklagen, Herr Anwalt. Nee, aber ich könnte dich vielleicht ein bisschen foltern. Wer ist der Name? Na, warte! Das war ein schöner Tag. Ist ganz schön frisch geworden. Ich gehe mal besser rein. Dann hat er mir den Regenkombi angezogen, aber ich war ja eh schon klatschnass. Warte mal. Coole Hose. Hab ich noch. Ich bräuchte eine Unterschrift, bitte. Und als ich wieder zu Hause war, dann bin ich erstmal in die Badewanne. Damit ich wieder warm werde. Und bevor du fragst, allein. Wolltest du nicht oder wollte er nicht? Nein, das war gar kein Thema. Du hast dich ja verliebt. Wie kommst du darauf? Schwester, du kannst mir nichts vormachen, ich kenne dich. Du hast noch nie so viel von einem Mann erzählt. Katrin? Ja, und wenn schon, es hat eh keine Zukunft. Er ist Gärtner und ich bin Wirtschaftsmathematikerin. Wie soll denn das gehen? Ja, der Andi, der gefällt mir, aber ich meine, wie soll denn das funktionieren? Das... Wir sind viel zu unterschiedlich. Jetzt mach dich mal locker. Ja, du analysierst noch alles tot. Du machst schon Schluss, bevor es überhaupt angefangen hat. Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn man herausbekommt, dass man einfach nur benutzt wurde? Hast du vergessen, dass Andi mich mit seiner Anwaltsmasche da ins Bett gelockt hat und einfach abserviert hat? Stimmt, Frau Krankenschwester. Frau, endlich mal dein Gefühl und leg die Karten auf den Tisch, bevor du alles kaputt machst. Ja, genau das mache ich jetzt. Tschüss. Tschüss. Weißt du, in einem Moment, da denke ich, ich würde sie schon kennen. Und dann sagt sie wieder Sachen, da würde ich im Leben nie drauf kommen. Ist total spannend, die Frau. Spannend? Aha. Nee, im Ernst, jetzt hör mal auf. Und sie legt sich voll in die Kurven, die hat überhaupt keine Angst. Und erklärt mir dann, dass durch die Fliehkraft, die abhängig ist von Speed und Kurvenradius, gar nichts passieren kann. Cool. Ja. Am liebsten würde ich ihr alles erzählen. Dann mach doch. Ja, das ist nicht so leicht. Was ist, wenn sie mir die Lüge nicht verzeiht, wenn sie mich da nicht mehr mag? Das Risiko musst du eingehen. Und rüber. Jetzt mach. Irgendwann kommt sie sowieso drauf. Also sag's ihr lieber gleich. Ja. Ich bin halt nur ein Gärtner, ne? Ist doch egal, wenn sie dich liebt. Wir können uns nicht mehr sehen, wir passen nicht zusammen. Katrin?
Ja, was ist jetzt? Können wir? Oh, hey, Entschuldigung. Eine Brise. Und? Nichts. Also 65 Cent. Sammeln für den Berthold. Seine Zwillinge sind doch gekommen. Jetzt hat Emily vorgeschlagen, dass wir den beiden zusammen ein Krabbelweekend mit Massage im Newborn Hotel schicken. Prima. Jesse bastelt schon die Karte. Du, wenn es bei dir dann irgendwann mal soweit ist, dann sammeln wir natürlich auch. Schön. Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Du, ich muss arbeiten. Jetzt hilf mal mit. Ausgerechnet heute muss ich kommen, wo du mit den Trikots dran bist. Wer hat Jonas denn im Verein angemeldet? Ein super Ballgefühl, der Junge. Hatte ich ganz schön mitgenommen mit Katrin. Vielleicht ist es ja auch besser so. Warum hat sie eigentlich Schluss gemacht? Keine Ahnung. Angeblich passen wir nicht zusammen. Vielleicht hat sie auch rausbekommen, dass du sie angelogen hast. Nee, das glaube ich nicht. Das ist ja auch eine Scheißnummer. Wenn mir das passiert wäre, hätte ich dir die gesamte Dienststelle auf den Hals gehetzt. Ja, war blöd. Aber vielleicht hätte ich sie sonst gar nicht kennengelernt. $4,85. Stimmt so. Dankeschön. Schönen Tag noch. Und das Glas für Sie, Sir. Oh. Sind Sie die Nächste? Hallo. Hallo, Sie. Entschuldigung. Ist das Ihr Geldbeutel? Ja. Haben Sie im Gemüsestand vergessen? Weiß ich gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ich hätte noch nie mal meinen Parkschein zahlen können. Darf ich Ihnen irgendwas? Ja, ich wollte gerade eine Kleinigkeit essen gehen. Wenn Sie mir Gesellschaft leisten? Na ja, warum nicht? Ich kenne hier vorne einen kleinen Spanier. Mhm. Er ist ganz schön. Ist ja neu. Oh, hier an der Ratsche kannst du das bestellen. Oh, mein Salat. Dann drehst du auf. Essen? Ja? Wollen Sie das mal weg? Ja. Na? Bildungsstand. Arzt, schicker Wagen. Hervorragende Mann, den kannst du überall vorzeigen. Ja, Männer, habt ihr Hunger? Ja, zwei Hotdogs bitte. Blöd nur, dass er total langweilig ist und keinen Schimmer von Fußball hat. Und irgendwie auch schade, dass du nicht mehr lachst, seit du dich mit dem, wie heißt er nochmal, triffst? Er ist nett. Dem gehen auch schon die Haare aus. Er ist zuverlässig, er ist häuslich. An so einem kleinen Bauch kann man sich auch gewöhnen. Frieda hat innere Werte. Der kriegt bestimmt mal einen Buckel. Du bist gemein. Ja, ich meine ja nur. Schmetterlinge wird es dann auch keine geben. Hey, warte, warte, warte.
mach hier keinen Quatsch, ja? Weißt du, ich sehe bei dir mehr so einen attraktiven, sexy Kerl. So einen, guck mal, so einen wie den da drüben. Lass jetzt mal richtig zu. Katrin. Schatz. Ist das der Grund, warum du mich nicht mehr sehen willst? Warum wir plötzlich nicht mehr zusammenpassen? Nein, der Grund ist deine blöde Anwaltsmasche, mit der du dir die Frauen ins Bett holst. Wie ins Bett? Hot Dogs! Will noch jemand einen Hot Dog? Ist das der Gärtner? Ja, das ist der Gärtner. Toll. Was denn für ein Gärtner? Will noch jemand einen Eistee? Nein! Das war doch nur am Anfang. Und mit dir ist es... Jonas! Jonas! Was ist passiert? Oh Mann. Was hast du gemacht? Entschuldigung, darf ich mal? Hey! Ich bin Arzt. Wo tut's dir überall weh? Nur im Kopf. Bist du schlecht? Wie viele Finger siehst du? Drei. Und jetzt? Vier. Wahrscheinlich keine Gehirnerschütterung. Aber die Platzwunde muss mit ein paar Stichen genäht werden. Ich bin mit dem Motorrad da. Leihst du mir deinen Wagen? Sag mal, du findest das auch noch lustig? Nee, ganz im Gegenteil. Ich dachte, da wäre mir jetzt schon Unsinn. Dann machst du Schluss per SMS. Zwei Wochen später ist 9. Ich find's alles andere als lustig. Aber ich freue mich, dich zu sehen. Andi? Biene. Hier. Wo ist denn Jonas? Du, es ist nicht schlimm. Er hat eine kleine Platzwunde, die wird jetzt mit ein paar Stichen genäht. Wir sind in der Ambulanz. Okay. Es tut mir echt leid. Ja, ist nicht so schlimm. Sag mal, wer ist denn das? Das ist die Krankenschwester. Was? Die Krankenschwester? Ja. Nein, die Wirtschaftsmathematikerin. Und Sie? Sind Sie die Ex? Nein, ich bin die große Schwester. Du bist was? Wirtschaftsmathematikerin? Ich schau mal nach Jonas. Jetzt warte mal, was heißt denn das? Heißt, du hast mich die ganze Zeit angelogen? Was soll denn der Scheiß? Das fragst ausgerechnet du? Ja, wärst du mit einem Gärtner mitgegangen? Der kaum über die Runden kommt? Wärst du denn mit einer Wirtschaftsmathematikerin mitgegangen? Ja. Sicher, warum nicht? Die 5-mal so viel verdient wie du? Ich bin Andi und ich bin Gärtner. Ich bin Katrin und ich bin Wirtschaftsmathematikerin. Freut mich. Ich auch. Ich war immer Papas Liebling. Ja. Ich war auch ein Papakind. Papa war Jugendtrainer. Ich war das einzige Mädchen in seiner Fußballmannschaft. Mama wollte mich lieber ins Ballett stecken. Wir hatten nicht viel.
Aber meine Eltern haben echt das Beste draus gemacht. Wir waren viel mit dem Rad und im Zelt unterwegs. Es ging's ganz gut. Mama war Bankangestellte. Und Papa, Mathelehrer am Gymnasium, hat mich immer gefördert. Ich war heilfroh, als die Schule endlich vorbei war. Ich wollte was mit meinen Händen machen. Immer draußen sein. Können wir trotzdem noch ein bisschen drinnen bleiben? Bruder Klang! Ich höre immer nur Nachrichten. Sag mal, hast du nichts zu essen? Nö, ich koch fast nie. Wir können doch was bestellen. Der Asiat ist gut. Was? Ach, nix. Denk gerade nur an unsere erste Nacht. Und? Dass du da so einfach mit mir mitgegangen bist. Gefallen. Mir auch. Guten Morgen. Guten Morgen. Was darf es für Sie sein? Drei Brezen und vier Croissants. Servus. Ah, du! Wie schaut's aus? Gehst du mit auf ein Bier? Tobi und Robert kommen auch mit.
Du, würde ich total gerne. Aber Katrin will heute ausnahmsweise mal pünktlich Schluss machen und dann will ich sie überraschen und sie abholen. Mann, jetzt wohnst du erst ein ganzes Jahr bei mir und ich muss dich rund um die Uhr ertragen und jetzt machst du plötzlich einen auf Familienvater. Na klar. Ich hätte gern ein paar Kinder. Und dann nimmst du die Erziehungszeit und wir sehen uns überhaupt nicht mehr, oder was? Also komm. Vorher gehen wir auf jeden Fall noch mal eintrinken. Versprochen. Ja? Servus. Kinder. Oh, Katrin, kannst du noch mal über die Tabellen drüber schauen? Heute nicht mehr. Ich wollte gerade gehen. Was ist mit dir los? Hast du plötzlich ein Privatleben? Georg, was willst du denn noch? Ich schaue es mir morgen an. Du, in zwei Wochen ist wieder unser Stammtisch. Kannst du uns da nicht mal deinen neuen vorstellen? Das ist wahrscheinlich der letzte Stammtisch, bevor das Baby kommt. Danach ist nichts mehr. Komm schon. Ja, mal sehen, wenn er Zeit hat. Na, er wird doch in 14 Tagen mal einen Abend freimachen können, oder? Ist er so busy? Was macht er denn eigentlich? Es wird schon klappen, ich sag's ihm. Ich sag's ihm. Schönen Abend noch. Ja, eben schönen Abend. Tschüss. Na, Schöne? Hallo. Nicht vor den Kollegen. Was sollte das eben? Schämst du dich für mich? Nein, so war das doch gar nicht gemeint. Nee, wie war es denn sonst gemeint, wenn ich dich vor deinen Kollegen nicht mal küssen darf? Ich war überrascht, als du plötzlich da gestanden bist. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Überrascht? Komm, hör auf! Dann gib's wenigstens zu, dass ich in meinem Aufzug vor deinen Kollegen peinlich war. Ja, weißt du, du hättest auch mal ein bisschen nachdenken können in den verdreckten Klamotten. Es sind nur verdreckte Klamotten. Äußerlichkeiten. Ja. Aber versetz dich mal in meine Lage. So ein Büro ist wie ein Bienenstock. Die warten doch alle nur darauf, sich das Maul zu zerreißen. Aber was denn? Dass du mit einem Gärtner zusammen bist? Ja. Die verurteilen dich, ohne dich zu kennen. Ich weiß, dass das falsch ist, aber in meinem Arbeitsumfeld, da gelten halt andere Konventionen. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich höre immer nur Arbeit, du und deine Arbeit. Ja, meine Arbeit ist ein großer Teil von mir. Und sie macht mir Spaß, das bin ich. Meine Arbeit macht mir auch Spaß. Aber es gibt Gott sei Dank noch ein bisschen was anderes im Leben. Ja, ich weiß. Hast ja recht. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ja, okay. Komm, geh mal was trinken. Anni, sei mir nicht böse. Aber ich muss morgen ganz früh raus. Ich muss nach Hamburg. Es geht um meine Beförderung. Was machst du eigentlich mit dem ganzen Geld, das du dann verdienst? Noch mehr Magerquark kaufen? Flughafen, bitte. Katrin hat nur ihren Job im Kopf. Die merkt noch nicht mal, wie ihr ganzes Leben an ihr vorbeirauscht.
Und spätestens um 10 muss man im Bett sein, damit man morgens früh eine gute Figur macht. Mhm. Für mich ist da schon gar kein Platz. Das kotzt mich alles an, Nobby. Ja, hast du vollkommen recht. Würde mich auch ankotzen, immer nur die zweite Geige spielen. Darum geht's doch gar nicht. Und doch? Du bist doch eifersüchtig auf ihren Job. Ich will das Leben einfach nur mehr genießen. Kannst du doch auch. Was? Das kannst du doch auch. Ja, aber scheinbar nur alleine und nicht mit ihr. Du musst halt du alle anderen Sachen machen, die sie entlasten. Dann bleibt dir schon mehr Zeit. Hä? Ja, du musst einkaufen, putzen, kochen, Wäsche waschen, bügeln und so. Ja, doch schade, wenn wegen so banalen Dingen. Kannst du nicht wie alle anderen Menschen auch mal deine Morgentoilette im Bad erledigen? Das ist widerlich. Ja, pass mal auf, bis vor ein paar Stunden habe ich geglaubt, ich wohne wieder alleine hier. Jetzt geh ran. Nee. Du bist ein sturer Bock. Ich muss in die Praxis. Tom hat eine Schulaufführung, Michael ist heute in Berlin und Lena muss zum Frauenarzt. Es bleibt alles an mir hängen. Und du? Du hast was? Und da wunderst du dich, dass er abhaut, ja? Du hast Andi zutiefst gekränkt, Punkt. Er ist der netteste Mann, den ich seit langem kennengelernt habe. Ja, und du versaust das, weil dir die Meinung deiner Kollegen wichtiger ist als er. Du kannst froh sein, wenn er sich überhaupt noch mal meldet. Tschüss. Katrin. Entschuldige. Ich habe das alles irgendwie in den falschen Hals gekriegt. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, wie es vielleicht für dich ist. Was soll denn ein Kaffee und Dessert? Danke. Die Rechnung bitte. Gerne. Also komm, schieß los. Bist du befördert worden? Ja. Der Vorstand hat sich für mich entschieden. Und das ist toll. Ich freue mich für dich, echt. Gratuliere. Die nächsten 2 Wochen sind noch ziemlich dicht. Aber danach habe ich wirklich mehr Zeit. Das kriegen wir schon hin. Auch mit wenig Zeit. Okay? Neue Staffel. Danke. Das ist nett. Und das ist für dein Büro. Kann ich verwelken. Danke. Danke. Dann haben wir unsere eigene kleine Fußballmannschaft. Wie hättest du es denn gern? Boah, 3 Jungs, 2 Mädchen. Oder 3 Mädchen, 2 Jungs, völlig egal. Hauptsache jedes Jahr eins. Ja, ja, klar. Ich fange da mal mit den Mädchen an und du bekommst Jungs, okay? Hey, Papa la Papp. Hauptsache, wir fangen jetzt sofort an. Hey, das war kein Spaß von mir eben. Wir müssen ja nicht gerade 5 sein. Von mir auch nicht. Nein, lass es doch. Wir haben doch heute nichts vor, oder? Ja.
Du, wollen wir uns das nicht noch mal überlegen, wie das dann alles wird? Ich meine, wie wir das organisieren und so. Ja. Du hast recht. Hast du Hunger? Wir haben Spaghetti gemacht. Ist noch was da? Nee, ich habe schon was auf der Schicht gegessen. Döner oder Leberkäse? Thai Curry, lauwarm. Katrin hat auch nie Zeit zum Essen. Ist irgendwas? Habt ihr Streit? Nee, kein Streit, aber... Ich komme mir nur manchmal so blöd mit ihr vor. Die hat einfach einen komplett anderen Lebensstandard als ich. Als wir. Wieso? Die ist doch total normal, ganz nett. Ja, schon. Die kauft sich Kleider, die kosten so viel, wie ich im Monat verdiene. Tja, das würde ich auch, wenn ich könnte. Ja. Aber Katrin zahlt immer, weißt du? Wenn wir ausgehen oder so. Die lässt es nicht raushängen, aber... Ich komme mir dann immer so klein vor, schäbig. Ich verstehe dich nicht. Wenn man zusammen mehr hat, dann ist das doch super. Dann kann man sich mehr leisten. Mehr leben, mehr gönnen. Im Grunde ist es doch total egal, wer mehr verdient. Ich hätte überhaupt gar kein Problem damit, wenn da jemand wäre, der mehr hat. Ja, du bist ja auch eine Frau, aber ich will mich als Mann nicht von ihr aushalten lassen. Also andere würden es genau darauf anlegen und du hast ein Problem mit deinem Stolz. Ja. Und? Du hast so altmodische Vorstellungen. Sabine, so sind wir aber aufgewachsen, so sind wir erzogen worden. Der Mann ist der Ernährer. Die Zeiten haben sich geändert. Früher gab es gar keine Polizistinnen und heute sind fast die Hälfte Frauen. Und wenn ich darauf warten würde, dass Jonas Vater uns ernährt, dann wären wir längst verhungert. Wenn ihr euch liebt, dann ist es doch vollkommen egal, wer der Ernährer ist. Mensch, Bruderherz, du bist doch eh nicht so ein Karrieretyp. Du bist der geborene Familienmensch. Dann tauscht dir halt die Rollen. Dass er dir die DVD besorgt hat. Michael weiß noch nicht mal, was ich gucke. Ja, das ist nett. Ich finde das echt aufmerksam. Kannst du mir die zum Bügeln leihen? Klar. Was ist denn mit dir? Willst du gar nicht wissen, wie es weitergeht? Was überlegst du denn die ganze Zeit? Andi benutzt noch nicht mal eine Serviette zum Essen. Oh, das beschäftigt dich? Das ist aber schlimm. Michael benutzt manchmal auch keine Serviette zum Essen. Und er isst sein Hühnchen mit den Fingern. Du, wir haben alle kleine Fehler und für mich ist Michael der Richtige. Ja, und was soll ich mit Andi machen, wenn uns die Firma zum Weihnachtsessen einlädt? Worüber soll er denn mit meinen Kollegen reden? Ich meine, so ein Empfang ist keine Baustelle. Sag mal, spinnst du? Da lernst du endlich mal einen Mann kennen, der dich liebt, der dich zum Lachen bringt, ja, der auch mal kocht und der dir den Rücken frei hält. Mit dem du eine echte Chance auf eine gemeinsame Zukunft hast. Und du machst dir Gedanken über dein Image. Ich meine, du mäkelst an ihm rum, weil er keine Serviette nimmt und weil er sich mit deinen Kollegen nicht unterhalten kann. Du solltest dir mal lieber darüber Gedanken machen, ja, wie du ihm so einen langweiligen Weihnachtsempfang ein bisschen angenehm gestalten kannst. Weil für Andi ist das bestimmt auch nicht lustig. Wir wollen Kinder und Andi würde auch zu Hause bleiben. Das ist doch toll. Mit ihm kannst du Job und Familie vereinbaren. Ja, aber dann wäre ich ja der Ernährer, weil Andi kann uns ja noch nicht mal versorgen. Ah, theoretisch wirst du bereit, die Rollen zu tauschen, aber praktisch hältst du auch nur an alten Mustern fest. Das sagst ausgerechnet du. Ich habe für meine pubertierenden Ekelpakete alles aufgegeben. Ich bin eine überqualifizierte, angestellte Kieferorthopädin in Teilzeit und ich schmeiße den ganzen Haushalt. Ja, und Michael, der macht Karriere und fühlt sich ansonsten für gar nichts zuständig, weil ich arbeite ja nur den halben Tag. Und keiner dankt es mir. Susanne, so war das doch gar nicht gemeint. So? Wie war es denn gemeint? Du bist doch in einer tollen Situation. Du hast die Wahl. Entweder du verdienst die Kohle... Oder du schränkst dich ein, ihr zieht in eine kleinere Wohnung. Oder ihr stellt jemanden ein, der sich um alles kümmert.
Andi würde seine Kinder nie von Fremden großziehen lassen. Gut. Dann liegt es ja jetzt an dir. Und das ist Emily, die Frau von Georg. Ihr Ex. Ah. Oh, ich gratuliere. Wann ist es denn soweit? 3 Wochen haben wir noch. Oh, wow. Ja, wir sind ja auch schon am Basteln. Am Basteln? Aha, wusste ich ja gar nicht. Und du bleibst dann zu Hause, oder? Nee, das mache ich dann. Aha, interessant. In welcher Branche bist du denn tätig? Gartenbau. Ah, jetzt bist du mir gleich so bekannt vorgekommen. Dir gehört das Unternehmen, was bei uns den Firmenpark gemacht hat. Andi ist Gärtner. Angestellt. Ah, okay. Jetzt hat unsere Katrin ja endlich ihr Hündchen gefunden. Was brav abortiert und tut, was sie sagt. Oh, Entschuldigung, das darf man ja nicht so laut. Jetzt hör mal auf. Der war doch ganz nett. Du könntest dich ruhig auch mal mehr um die Kinder kümmern. Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass wir unsere Babys aufziehen, dann hätte er uns zumindest ein paar Titten geschenkt. Ist wahrscheinlich das volle Weichei. Pflänzchen gießen, Kinder füttern. Kann halt keine Familie ernähren. Entschuldigung. Darf ich? Schönen Abend noch. Ciao. 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 Tschüss. War doch ein schöner Abend. Ist was? Nein, alles in Ordnung. Komm. Ist doch was. Jetzt sag schon. Habe ich was falsch gemacht? Meine Kollegen, bin ich ein Hündchen, das du dir zugelegt hast. Dein Ex. Ich dachte, ihr hättet euch gestern ganz gut verstanden. Er hat gesagt, du fütterst mich durch, damit ich brav zu Hause die Kinder hüte. Ich bin ein Weichei, das seine Familie nicht ernähren kann. Der ist doch nur eifersüchtig. Aber hat er denn nicht recht? Nein, hat er nicht. Es geht nicht. Wir passen einfach nicht zusammen. Doch. Katrin. Ich bin Gärtner. Du hattest nicht mal eine Topfpflanze. Du kannst dir diese riesige Wohnung leisten. Ich lebe in der WG und mein bisschen Hausrat lagert in der Garage. Das ist mir vollkommen egal, was die anderen denken. Du hast doch selbst gesagt, das sind Äußerlichkeiten. Meine Kollegen haben das sofort erkannt. Irgendwann wird es dich auch stellen. Ja, ist mir egal. Mir aber nicht. Geschmackvoll. Gehst mit Essen? Ich denke nicht dran. Was denn? Du
Tu doch nicht so ahnungslos. Mein Hündchen hat mir alles erzählt. Komm, Katrin. Wir haben Spaß gemacht. Ich war vielleicht ein bisschen angeheitert. Hat sich eh erledigt. Du, ich habe mir eh gedacht, dass es mit euch beiden nicht so passt. Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Maß dir an, darüber zu urteilen, wer zu mir passt. Katrin, ich... Du stellst Andi als Weichei hin? Dabei bist du doch derjenige, der nicht damit klarkommt, dass Frauen und Männer die Rollen tauschen. Wenn es mehr Männer wie Andi gibt, dann sind Typen wie du ein Auslaufmodell. Wir haben sowieso bessere Abschlüsse. Wir sind nur bisher nicht zum Zug gekommen, weil die Kindererziehung an uns hängen blieb. Weißt du, du hast doch nur Angst, dass deine Emily nach dem Kind wieder einsteigen möchte und du zu Hause bleiben musst. Ach, was rede ich denn? Das hast du ihr bestimmt längst klar gemacht. Elternzeit hat er bei mir doch nicht beantragt, oder? Hat sich Katrin auch immer dran gestört. Wir waren einfach zu verschieden. Sie war eine tolle Frau. Mhm. Sind Sie sicher zu spät? Kann ja nicht einfach anrufen. Jetzt, wo ich eine eigene Wohnung habe. Mhm. Wäre eh nichts geworden. Andere Liga. Mhm. Hat sie aber nie raushängen lassen. War ein Fehler? Mhm. Hm. Bei der Lilly aus der 9a war das genauso. Ihr Typ hat sie auch observiert. Einfach so. Aber weißt du, die hat nicht so lange rumgetrauert. Die hat sich gleich wieder aufgetust und dann hat sie sich den Carsten aus der 10b gekrallt. Und die knutschen jetzt immer voll rum. Echt jetzt? Ja, das solltest du auch so machen. Oder du aktivierst wieder diesen, wie heißt er noch? Frieda. Das wäre doch nur wieder ein Lückenbüßer. Ohne Schmetterlinge. Und dazu ist er zu nett. Kinder kann ich mir mit dem beim besten Willen nicht vorstellen. Du, versuch doch nochmal Speeddating. Vielleicht triffst du Andi wieder. Der war echt super. So schick. Hast du noch was vor? Vielleicht wieder als Anwalt? Nee, als Gärtner. Hast du eigentlich mal wieder was gehört von Katrin? Nee. Und warum rufst du sie nicht an? Ich glaube, das bringt nichts. Ich habe sie verlassen. Dann kann sie dich nicht anrufen.
Ich fand sie toll. Ich auch. Susanne, ich suche Katrin überall. Kannst du mir sagen, wo sie ist? Beim Speed-Dating. Okay. Und was machen Sie so beruflich? Ich bin Wirtschaftsmathematikerin. Ich arbeite im Vorstand von einem großen Rückversicherer. Ach so. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Hallo. Hey. Hier bin ich. Was? Was ist los? Immer wenn ich sage, was ich beruflich mache, dann habt ihr kein Interesse mehr. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Es ist nur... Nur was? Ihr wollt eine intelligente Frau, aber bitte nicht zu intelligent. Ihr wollt, dass die Frau Geld verdient, aber bitte weniger als ihr Mann. Ihr wollt Kinder, aber ja nicht zu Hause bleiben. Ja, ist doch wahr. Ich würde zu Hause bleiben. Und wie lange? Bis du es dir wieder anders überlegst und dann bist du wieder weg. Nein. Ich bin jetzt soweit. Kinder erziehen ist mindestens genauso viel wert wie ein Managergehalt. Und was die anderen denken, ist mir jetzt egal. So plötzlich. Ich brauche jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Ja. Dann heirate mich. Also wenn du mich noch willst. Ja. Ja. Sechsmal. Hier. Geschissen wie eine Große, ne? Braves Mädchen. Im Büro war die Hölle los. Ich hätte fast meinen Termin verpasst. Guck mal. Das sind ja zwei. Ja. Du wolltest doch eine ganze Mannschaft. Gott, oh Gott. Was hast du gemacht? Entschuldigung, darf ich mal? Hey! Ich bin Arzt. Wo tut's überall weh? Nur im Kopf. Es
Hälfte schlecht? Wie viele Finger siehst du? Drei. Und jetzt? Vier. Wahrscheinlich keine Gehirnerschütterung. Aber die Platzwunde muss mit ein paar Stichen genäht werden. Ich bin mit dem Motorrad da. Leihst du mir deinen Wagen? Funktioniert. Sag mal, du findest das auch noch lustig? Nee, ganz im Gegenteil. Ich dachte, da wäre mehr zwischen uns. Dann machst du Schluss per SMS. Zwei Wochen später ist 9. Ich find's alles andere als lustig. Aber ich freue mich, dich zu sehen. Andi? Biene. Hier. Wo ist denn Jonas? Du, es ist nicht schlimm. Er hat eine kleine Platzwunde, die wird jetzt mit ein paar Stichen genäht. Er ist in der Ambulanz. Okay. Es tut mir echt leid. Ja, ist nicht so schlimm. Sag mal, wer ist denn das? Das ist die Krankenschwester. Was? Die Krankenschwester? Ja. Nein, die Wirtschaftsmathematikerin. Und Sie? Sind Sie die Ex? Nein, ich bin die große Schwester. Du bist was? Wirtschaftsmathematikerin? Ich schau mal nach Jonas. Jetzt warte mal, was heißt denn das? Heißt, du hast mich die ganze Zeit angelogen? Was soll denn der Scheiß? Das fragst ausgerechnet du? Ja, wärst du mit einem Gärtner mitgegangen? Der kaum über die Runden kommt? Wärst du denn mit einer Wirtschaftsmathematikerin mitgegangen? Ja. Sicher, warum nicht? Die fünfmal so viel verdient wie du? Tolle Frau, tolle Nacht. Definitiv nicht mehr. Mhm. Ein bisschen dünn vielleicht, aber sonst. Mhm. Er hat schöne Augen. Ist überhaupt sehr attraktiv. Ist mir gleich aufgefallen. Toller Typ. Er ist aufmerksam. Er riecht gut. Wir konnten über das Gleiche lachen. Du. Die hat mir vorgerechnet, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass wir von Meteoriten getroffen werden. Von den Meteoriten? Naja. In Nevada wollen die Leute sich wohl alle dagegen versichern lassen, weil da das Risiko am höchsten ist. Hm. Eine kleine Katastrophenprophetin. Nee, überhaupt nicht. Die kannte ganz genaue Zahlen. Das klang alles total logisch. Die ist nicht nur schön. Und weißt du was? Der steht auch auf Fußball und dabei ist er Anwalt. Das hört sich doch super an. Ja. Wo ist der Haken? Ist er verheiratet? Hat er Kinder? Nein, nichts. Es war gleich vertraut. Es hat sich einfach gut angefühlt. Weißt du, wie lange ich keinen Mann mehr getroffen habe, der mich so angezogen hat? Ausgezogen? Ja, auch. Später dann. Und triffst du doch wieder? Nach der Sache mit Ella. Diesem reichen Typen. Ja. Aber schau mal, du kannst dich doch nicht. Komm, eine Woche vor der Hochzeit? Kannst nicht mehr hören. Sind doch nicht alle Frauen wie Ella. Ich habe ihm einfach gesagt, ich bin Krankenschwester. Was? Ja, ist mir so rausgerutscht. Also ich sag's ihm schon noch. Jetzt komm mal raus aus deiner Soße. Kannst dich doch nicht jahrelang im Selbstmitleid schulen. Gieß doch gar nichts an. Doch, es gibt mich schon was an. Ich habe dich in meiner Wohnung vorübergehend aufgenommen. Das bist du seit einem Jahr hier. Und dein ganzer Hausrat stapelt sich in meiner Garage und ich kann die ganze Nacht nach einem Parkplatz suchen. Und deine Anwaltsnummer, mit der du die Weiber flachlegst, die geht mir echt auch auf den Sack.
Bist ja nur neidisch. Ja, stimmt. Ich glaube keiner, dass ich ein Anwalt bin. Neu in der Stadt, vorübergehend bei einem Kumpel untergekommen. Und du weißt genau, dass ich Zucchini hasse. Das wird nie wieder vorkommen, Entschuldigung. Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn man sich Hals über Kopf verliebt. Was war das mit Georg? Warum fing... Lass doch mal eine gute Partie. Hoher Bildungsstand. Arzt, schicker Wagen. Hervorragende Manier, den kannst du überall vorzeigen. Na Männer, habt ihr Hunger? Ja, zwei Hotdogs bitte. Blöd nur, dass er total langweilig ist und keinen Schimmer von Fußball hat. Und irgendwie auch schade, dass du nicht mehr lachst, seit du dich mit dem, wie heißt er nochmal, triffst. Er ist nett. Dem gehen auch schon die Haare aus. Er ist zuverlässig, er ist häuslich. An so einem kleinen Bauch kann man sich auch gewöhnen. Frieda hat innere Werte. Der kriegt bestimmt mal einen Buckel. Du bist gemein. Ja. Ich meine ja nur, Schmetterlinge wird es dann auch keine geben. Hey, warte mal. Mach dir keinen Quatsch, ja? Weißt du, ich sehe bei dir mehr so einen attraktiven, sexy Kerl. So einen, guck mal, so einen wie den da drüben. Lass jetzt mal dich zu. Katrin. Schatz. Ist das der Grund, warum du mich nicht mehr sehen willst? Warum wir plötzlich nicht mehr zusammenpassen? Nein, der Grund ist deine blöde Anwaltsmasche, mit der du dir die Frauen ins Bett holst. Wie ins Bett? Hot Dogs! Will noch jemand einen Hot Dog? Ist das der Gärtner? Ja, das ist der Gärtner. Toll. Was denn für ein Gärtner? Will noch jemand einen Eistee? Nein! Das war doch nur am Anfang. Und mit dir ist es... Jonas! Jonas! Was ist passiert? Oh Mann, was hast du gemacht? Entschuldigung, darf ich mal? Hey! Ich bin Arzt. Wo tut's dir überall weh? Nur im Kopf. Ist dir schlecht? Wie viele Finger siehst du? Drei. Und jetzt? Vier. Wahrscheinlich keine Gehirnerschütterung. Aber die Platzwunde muss mit ein paar Stichen genäht werden. Ich bin mit dem Motorrad da. Leihst du mir deinen Wagen? Sag mal, du findest das auch noch lustig? Nee, ganz im Gegenteil. Ich dachte, da wäre mir jetzt schon Sinn. Dann machst du Schluss per SMS. Zwei Wochen später hast du einen neuen. Ich find's alles andere als lustig. Und die Kornschläger hat schon wieder angerufen. Die brauchen dringend ihre Einschätzung für das Endlager der Mühlbrot. Danke, Jesse. Was gibt's denn so Dringendes? Er ruft nicht an. Das tut mir leid. Ich dachte, diesmal wäre alles ganz anders. Du, ich hätte es dir auch gewünscht, aber ihr kanntet euch doch oft kaum. Ich hatte so ein gutes Gefühl. Ich verstehe. Das war doch nicht. Es war doch alles toll. Wir haben uns so gut verstanden, der Sex war super. Es hat sich einfach so gut angefühlt. Ich weiß gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Was stimmt denn nicht mit mir? Mit dir stimmt doch alles.
Nein, eben nicht. Ich meine, es funktioniert ja noch nicht mal, wenn ich mich als Krankenschwester ausgebe. Er war halt noch nicht der Richtige. Du, hör mal, ich mache hier gerade einen Abdruck. Morgen hat mich ein Fünfjähriger gebissen, absichtlich. Und in einer Stunde sind Tom und Lena zu Hause. Die haben Hunger. Weißt du, wenn er sich bis jetzt noch nicht gemeldet hat, dann steht er vielleicht nicht auf dich. Lass uns später mal telefonieren. Okay. Tschüss. Tschüss. Bevor ich es vergesse, möchte jemand meine VIP-Karten für Samstag? Wir könnten diesmal schon Master werden. Leider ohne mich. Mein Enkel segelt eine Regatta, da muss ich mit. Ich kann leider nicht. Emily und ich haben Geburtsvorbereitung. Hechel und Händchen halten, ja? Alles vollkommen überbewertet. Wir hatten danach einen Kaiserschnitt. Ich hätte Zeit, ich würde gern gehen. Wunderbar, allein. Naja, Hechel und Händchen halten war ja eh noch nie dein Ding, ne? Das lassen wir mal lieber Katrins Sorge sein, nicht? Seine Pasta al Sale ist großartig. Also, ich mache die ja normalerweise mit Dosensardinen. Er macht die mit richtigen Sardinen. Das ist ein kleiner Unterschied, aber ein extrem anderer Geschmack. Wirklich, völlig anders, aber lecker. Katrin, was ist? Ich habe einen wichtigen Anruf vergessen. Ich muss noch mal ins Büro. Ich komme dann nach. Wir müssen uns nicht mehr sehen, wir passen nicht zusammen. Katrin? Ja, was ist jetzt? Können wir? Oh, hey, Entschuldigung. Eine Brise. Und? Nichts. 65 Cent. Für den Berthold. Seine Zwillinge sind auch gekommen. Jetzt hat Emily vorgeschlagen, dass wir den beiden zusammen ein Krabbelweekend mit Massage im Newborn Hotel schicken. Prima. Jesse bastelt schon die Karte. Du, wenn es bei dir dann irgendwann mal soweit ist, dann sammeln wir natürlich auch. Schön. Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Du, ich muss arbeiten. Jetzt hilf mal mit. Ausgerechnet heute muss ich kommen, wo du mit den Trikots dran bist. Wer hat Jonas denn im Verein angemeldet? Ein super Ballgefühl, der Junge. Hat dich ganz schön mitgenommen mit Katrin. Vielleicht ist es ja auch besser so. Warum hat sie eigentlich Schluss gemacht? Keine Ahnung. Angeblich passen wir nicht zusammen. Vielleicht hat sie auch rausbekommen, dass du sie angelogen hast. Nee, das glaube ich nicht. Das ist ja auch eine Scheißnummer. Wenn mir das passiert wäre, hätte ich dir die gesamte Dienststelle auf den Hals gehetzt. Ja, war blöd. Aber vielleicht hätte ich sie sonst gar nicht kennengelernt. €4,85. Stimmt so. Dankeschön. Schönen Tag noch. Und was darf ich für Sie sein? Ich bin mir so vor, als würde ich Katrin schon ewig kennen. Trotzdem ist sie so geheimnisvoll. Geheimnisvoll? Nein, ich meine mehr so überraschend. Hier und hier, die wusste schon 3 Pässe im Voraus, dass der Müller gleich ins Abfass läuft. Cool. Ja. Komm. Und ich kann mit der reden. Ich kann mit der reden und reden und es gibt keinen Moment, wo diese komischen Pausen entstehen.
Ja, du weißt schon, wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll. Wer labert diese Endlose? Nee, ich. Verstehst du? Und ich weiß immer ganz genau, was ich meine. Und sie duftet nach Vanille. Und wenn ich die angucke, und jetzt sag nicht, wenn ich die anschaue, dann geht für mich die Sonne auf. Mit Vanille. Ach. Soll ich dir was sagen? Jetzt ganz schön erwischt. Nee. Sowas lasse ich mich gar nicht mehr ein. Aber anrufen kann ich sie ja trotzdem mal, oder? Ja. Geht nicht ran. Naja, die hat sicher irgendeinen Notfall auf der Station. Ja. Oder sie hat rausgefunden, dass du gar kein Anwalt bist. Katrin! Wie war's im Stadion? Muss ja ein super Spiel gewesen sein. Ich hab's im Radio gehört. Ja, war ziemlich gut. Mit wem warst du? Ein Bekannter, kennst du nicht. Nee, bist du nie im Stadion gewesen. Sei doch mal ehrlich, dir ging's doch nie ums Spiel, sondern mehr um die VIP-Lounge. Und als ich im Stadion war, hast du deine Emily kennengelernt. Ja, weil Emily für mich da war und Zeit für mich hatte. Ach, Georg, du hast es doch einfach nicht verkraftet, dass Dieter mich in die Chefetage geholt hat. Nein, ich wollte Familie, du nicht. Ich wollte auch Familie, aber du warst nicht kompromissbereit. Frauen rühren ein Herd, Männer machen Karriere. Katrin, hier vom Chef fürs Vorstandsmeeting. Danke. Nur mal angenommen, du findest jemanden, der sich mit dir auf dein Modell einigt. Die Kinder bekommst immer noch du. Bleibst du denn? Meine Schicht hat längst angefangen. Ja, sorry. Ich bin ja schon da. Wo ist er? Ja? Ah, hey, Großer. Alles klar? Ich hab mein Sammelalbum. Dann verbring Zeit mit ihnen. Und was soll ich mit ihnen machen? Komm mal rein. Komm, Schulte. Bis gleich. Ja. Also was wir hier sehen, sind Prognosen auf der Basis einer Hochrechnung einer Computersimulation, eingeteilt in Y sehr gering, sehr hoch und X-Achse sehr unwahrscheinlich, wahrscheinlich. Das hier dargestellt auf Seite 26, auf Seite 26. Die Ausgangssituation ist eine Studie von Maas. Danke, danke, Herr Schulte, danke. Katrin, könnten Sie vielleicht übernehmen? Wie Sie anhand der Grafik leicht erkennen können und wie vom Kollegen Schulte bereits richtig erläutert, steigert sich die Wahrscheinlichkeit eines Supergaus nicht wie bisher angenommen um 0,3% jährlich, sondern um knappe 4%. Die Klimaextreme sind keine Ausnahme mehr, sondern werden zum Regelfall. In Relation zur Dichte der AKWs in den zu berechnenden Gebieten müssen wir jährlich mit einer Katastrophe in den Ausmaßen von Fukushima rechnen. Deswegen ist es zwingend notwendig, die Tarifanpassung in den betroffenen Ländern so schnell wie möglich umzusetzen, um weitere Großverluste für unser Unternehmen zu vermeiden. Danke, Katrin. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Also, das steht einfach auf dich. Nein, der steht nicht auf mich. Ich arbeite einfach nur dreimal so viel wie du, damit er mich überhaupt wahrnimmt. Und wenn ich befördert werde und nicht du, dann liegt das ganz bestimmt nicht daran, dass ich eine Frau bin. Katrin, so war's doch gar nicht gemeint. Georg, das weiß ich doch. So, die Zahlen aus der EDV und der Bericht für den Vorstand. Danke. Ach, und die Kornschläger hat schon wieder angerufen. Die brauchen dringend ihre Einschätzung für das Endlager der Mühlbrot. Danke, Jesse.
Was gibt's denn so Dringendes? Er ruft nicht an. Das tut mir leid. Ich dachte, die war... Mach dir keinen Quatsch, ja? Weißt du, ich sehe bei dir mehr so einen attraktiven, sexy Kerl. So einen... Guck mal, so einen wie den da drüben. Lass jetzt mal dich zu. Katrin. Schatz. Ist das der Grund, warum du mich nicht mehr sehen willst? Warum wir plötzlich nicht mehr zusammenpassen? Nein, der Grund ist deine blöde Anwaltsmasche, mit der du dir die Frauen ins Bett holst. Wie ins Bett? Hot Dogs! Will noch jemand einen Hot Dog? Ist das der Gärtner? Ja, das ist der Gärtner. Toll. Was denn für ein Gärtner? Will noch jemand einen Eistee? Nein! Das war doch nur am Anfang. Und mit dir ist es... Jonas! Was ist passiert? Oh Mann. Was hast du gemacht? Entschuldigung, darf ich mal? Hey! Ich bin Arzt. Wo tut's dir überall weh? Nur im Kopf. Ist dir schlecht? Wie viele Finger siehst du? Drei. Und jetzt? Vier. Wahrscheinlich keine Gehirnerschütterung. Aber die Platzwunde muss mit ein paar Stichen genäht werden. Ich bin mit dem Motorrad da. Leihst du mir deinen Wagen? Sag mal, du findest das auch noch lustig? Nee, ganz im Gegenteil. Ich dachte, da wäre mir jetzt schon Sinn. Dann machst du Schluss per SMS. 2 Wochen später ist 9. Ich find's alles andere als lustig. Aber ich freue mich, dich zu sehen. Andi? Biene. Hier. Wo ist denn Jonas? Du, es ist nicht schlimm. Er hat eine kleine Platzwunde, die wird jetzt mit ein paar Stichen genäht. Wir sind in der Ambulanz. Okay. Es tut mir echt leid. Ja, ist nicht so schlimm. Sag mal, wer ist denn das? Das ist die Krankenschwester. Was? Die Krankenschwester? Ja. Nein, die Wirtschaftsmathematikerin. Und Sie? Sind Sie die Ex? Nein, ich bin die große Schwester. Du bist was? Wirtschaftsmathematikerin? Ich schau mal nach Jonas. Jetzt warte mal, was heißt denn das? Heißt, du hast mich die ganze Zeit angelogen? Was soll denn der Scheiß? Das war aufmerksam. Er riecht gut. Wir konnten über das Gleiche lachen. Du, die hat mir vorgerechnet, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass wir von Meteoriten getroffen werden. Von den Meteoriten? Naja. In Nevada wollen die Leute sich wohl alle dagegen versichern lassen, weil da das Risiko am höchsten ist. Hm. Eine kleine Katastrophenprophetin. Nee, überhaupt nicht. Die kannte ganz genaue Zahlen. Das klang alles total logisch. Die ist nicht nur schön. Und weißt du was? Der steht auch auf Fußball und dabei ist er Anwalt. Das hört sich doch super an. Ja. Wo ist der Haken? Ist er verheiratet? Hat er Kinder? Nein, nichts. Es war gleich vertraut, es hat sich einfach gut angefühlt. Weißt du, wie lange ich keinen Mann mehr getroffen habe, der mich so angezogen hat? Ausgezogen? Ja, auch. Später dann. Und triffst du doch wieder? Nach der Sache mit Ella, diesem reichen Typen. Ja. Aber schau mal, du kannst dich doch nicht... Komm, eine Woche vor der Hochzeit? Kannst nicht mehr hören. Sind doch nicht alle Frauen wie Ella. Ich habe ihm einfach gesagt, ich bin Krankenschwester. Was? Ja, ist mir so rausgerutscht. Also ich sag's ihm schon noch. Jetzt komm mal raus aus deiner Soße.
Kann sich doch nicht jahrelang im Selbstmitleid schulen. Gibt's doch gar nichts an. Doch, es gibt mich schon was an. Ich habe dich in meiner Wohnung vorübergehend aufgenommen. Das bist du seit einem Jahr hier. Und dein ganzer Hausrat stapelt sich in meiner Garage und ich kann die ganze Nacht nach einem Parkplatz suchen. Und deine Anwaltsnummer, mit der du die Weiber flachlegst, die geht mir echt auch auf den Sack. Bist ja nur neidisch. Ja, stimmt. Ich glaube keiner, dass ich ein Anwalt bin. Neu in der Stadt, vorübergehend beim Kumpel untergekommen. Und du weißt genau, dass ich Zucchini hasse. Das wird nie wieder vorkommen, Entschuldigung. Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn man sich Hals über Kopf verliebt. Was war das mit Georg? Warum fängst du denn immer mit Georg an? Das ist doch schon 3 Jahre her. Naja, es gab seitdem ja auch keinen richtigen Mann in deinem Leben. Doch, aber die waren alle nicht der Rede wert. Die haben mich schon nach einer halben Stunde genervt. Spätestens, wenn sie von ihren Autos erzählt haben. Weißt du, das mit Georg, das war schon okay, aber mit ihm war immer alles so erwachsen, so vorhersehbar, vernünftig. Dann gibt es keine Schmetterlinge, aber auch keine Tränen. Das hat auch Oma im Überkopf verliebt. Was war das mit Georg? Warum fängst du denn immer mit Georg an? Das ist doch schon 3 Jahre her. Naja, es gab seitdem ja auch keinen richtigen Mann in deinem Leben. Doch, aber die waren alle nicht der Rede wert. Die haben mich schon nach einer halben Stunde genervt. Spätestens, wenn sie von ihren Autos erzählt haben. Weißt du, das mit Georg, das war schon okay, aber mit ihm war immer alles so erwachsen, so vorhersehbar, vernünftig. Dann gibt es keine Schmetterlinge, aber auch keine Tränen. Das hat auch Oma immer gesagt. Genau. Und außerdem ist Georg nicht damit klargekommen, dass ich beruflich erfolgreicher bin als er. Und ich habe ihn nicht genügend bewundert. Hi. Guten Morgen, Tom. Gibt's schon Frühstück? Wenn du dir eine Tasse spülst, dir einen Kakao machst und dir ein Brot schmierst, dann gibt's Frühstück. Hör mal, ich habe mir gedacht, zu deinem Geburtstag könnte ich doch die Skaterbahn mieten. Und du lädst ein, wen du willst. Und es gibt Hotdogs und Eistee. Echt jetzt? Ja. Und ich darf einladen, wen ich will. Und so viele du willst. Cool, ich muss gleich Fini anrufen. Das Handy für Lena, die Playstation für Tom und jetzt die Party. Du sollst den Kindern nicht mal so teures Zeug schenken. Aber das sind doch auch irgendwie meine Kinder, so als Patentante. Ja, eben. Dann verbring Zeit mit ihnen. Und was soll ich mit ihnen machen? Guten Morgen. Morgen, Schulte. Bis gleich. Ja. Also was wir hier sehen, sind Prognosen auf der Basis einer Hochrechnung einer Computersimulation, eingeteilt in Y sehr gering, sehr hoch und X-Achse sehr unwahrscheinlich, wahrscheinlich. Das hier dargestellt auf Seite 26, auf Seite 26. Die Ausgangssituation ist eine Studie von Mars. Danke, danke, Herr Schulte, danke. Katrin, könnten Sie vielleicht übernehmen? Wie Sie anhand der Grafik leicht erkennen können und wie vom Kollegen Schulte bereits richtig erläutert, steigert sich die Wahrscheinlichkeit eines Supergaus nicht wie bisher angenommen um 0,3% jährlich, sondern um knappe 4%. Die Klimaextreme sind keine Ausnahme mehr, sondern werden zum Regelfall. In Relation zur Dichte der AKWs in den zu berechnenden Gebieten müssen wir jährlich mit einer Katastrophe in den Ausmaßen von Fukushima rechnen. Deswegen ist es zwingend notwendig, die Tarifanpassung in den betroffenen Ländern so schnell wie möglich umzusetzen, um weitere Großverluste für unser Unternehmen zu vermeiden. Danke, Katrin. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. In welcher Branche bist du denn tätig? Gartenbau. Ah, jetzt bist du mir gleich so bekannt vorgekommen. Dir gehört das Unternehmen, was bei uns den Firmenpark gemacht hat. Andi ist Gärtner. Angestellt. Ah, okay.
jetzt hat unsere Katrin ja endlich ihr Hündchen gefunden. Was brav abortiert und tut, was sie sagt. Oh, Entschuldigung, das darf man ja nicht so laut. Jetzt hör mal auf. Der war doch ganz nett. Du könntest dich ruhig auch noch mehr um die Kinder kümmern. Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass wir unsere Babys aufziehen, dann hätte er uns zumindest ein paar Titten geschenkt. Ist wahrscheinlich das volle Weichei. Pflänzchen gießen, Kinder füttern. Kann halt keine Familie ernähren. Entschuldigung. Darf ich? Schönen Abend noch. Ciao. 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 Tschüss. War doch ein schöner Abend. Ist was? Nein, alles in Ordnung. Komm. Ist doch was? Jetzt sag schon. Habe ich was falsch gemacht? Deine Kollegen bin ich ein Hündchen, das du dir zugelegt hast. Was? Ja. Frag deine Ex. Ich dachte, ihr hättet euch gestern ganz gut verstanden. Er hat gesagt, du fütterst mich durch, damit ich brav zu Hause die Kinder hüte. Ich bin ein Weichei, das seine Familie nicht ernähren kann. Der ist doch nur eifersüchtig. Aber hat er denn nicht recht? Nein, hat er nicht. Es geht nicht. Da gehe ich nächsten Samstag hin. Speed Dating. Das ist doch ideal für mich. Ich habe kaum Zeit, jemanden kennenzulernen und an so einem Abend treffe ich bis zu 20 Männer. Was soll denn das bringen, wenn du dich mit 20 Männern gerade mal 2 Minuten unterhältst? Da lernst du doch keinen kennen. Ja, aber ausprobieren kann man das doch mal. Vielleicht ist ja einer dabei. Das sind doch nur lauter Abstauber. Ich bin jetzt 40. Das bringt ja noch nicht mal mehr was, wenn ich mir meine Eizellen einfrieren lasse. Das fällt dir aber früh ein. Du wolltest doch bislang auch gar keine Kinder. Doch. Ich dachte, ich hätte noch Zeit. Du musst einfach mal Prioritäten setzen, ja? Und du musst dich entscheiden, was dir wichtig ist. Du hast doch nie Zeit, nicht mal an einem Sonntag. Ich meine, es ist doch klar, dass den meisten Männern das auf Dauer einfach zu wenig Restzeit ist. Ich lerne ja erst gar keinen kennen, der mir gefällt. Michael! Mhm. Michael! Ja, wenn du die immer so vollstopfst, dann muss sie doch mal kaputt gehen. Pflaster. So. Danke. Mit dem Finger, da kann ich natürlich nicht, also kann man nicht. Nee, ist schon klar. Wir schaffen das auch alleine. Gut. Oh, hat er sich aber eine Riesenverletzung zugezogen. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen und viel Erfolg. Ja, ich bin so in der Kfz-Branche. Und wo? So im Münchner Umland. Also. Was machst du so? Ich bin Wirtschaftsmathematikerin bei einem Rückversicherer. Ja, also gehobenes Management.
Ach so. Ja, ist auch nur ein Job. Nee, nee, das ist schon klar. Du, sag mal, dein Assistent, der neue Kieferchirurg, ist der noch solo? Ja, ich glaube, der sucht was Normales. Mach mal Ruhe, mein Job. Und dann abends setze ich mich an den gedeckten Tisch. Mach doch mal einen Plan und teil deine Leute ein. Lust auf eine Spritztour mit dem Motorrad, A-Punkt. Leihst du mir deine Lederjacke? Wer ist denn A-Punkt? Andi. Der Gärtner, ja. Du willst mit dem Gärtner Motorrad fahren? Klar. Du brauchst gar nicht so zu schauen. Es gehört alle zum Plan. Aha. Erst Fußball, dann immer gut aufgelegt und jetzt zum Motorradtour. Na und? Ich dachte, du wolltest ihm den Kopf verdrehen und ihn dann abschießen. Will ich ja auch noch. Wenn es soweit ist. Aber vorher kann ich doch wohl noch ein bisschen Spaß haben, oder? Den Ahornboden gezeigt, von dem ich dir erzählt habe. Aber da liegt jetzt leider schon Schnee. Wird ja auch wieder Frühling. Mal sehen, ob du wirklich so gut bist, wie du im Fußballstadion behauptet hast. Klar. Ja. Okay. Ah, schon gewonnen. Mario Götze. In 110 Bundesligaspielen 32 Tore. Schweini, 322 Spiele, 40 Tore. Ja. Meine. Ja. Okay. Nochmal. Jetzt aber. Ich habe eh schon gewonnen. Hä? Wieso? Nee, das sind 56 Karten. Ich habe schon 15 Stiche, 30 Karten. Du kannst gar nicht mehr gewinnen. Du zählst die Stiche? Ja klar, du nicht? Der ist doch nur eifersüchtig. Aber hat er denn nicht recht? Nein, hat er nicht. Es geht nicht. Wir passen einfach nicht zusammen. Doch. Katrin. Ich bin Gärtner. Du hattest nicht mal eine Topfpflanze. Du kannst dir diese riesige Wohnung leisten. Ich lebe in der WG und mein bisschen Hausrat lagert in der Garage. Ist mir vollkommen egal, was die anderen denken. Du hast doch selbst gesagt, das sind Äußerlichkeiten. Meine Kollegen haben das sofort erkannt. Irgendwann wird es dich auch stellen. Ja, ist mir egal. Mir aber nicht. Geschmackvoll. Gehst du mit Essen? Ich denke nicht dran. Was denn?
Tu doch nicht so ahnungslos. Mein Hündchen hat mir alles erzählt. Komm, Katrin. Wir haben Spaß gemacht. Ich war vielleicht ein bisschen angeheitert. Hat sich eh erledigt. Du, ich habe mir eh gedacht, dass es mit euch beiden nicht so passt. Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Maß dir an, darüber zu urteilen, wer zu mir passt? Katrin, ich... Du stellst Andi als Weichei hin? Dabei bist du doch derjenige, der nicht damit klarkommt, dass Frauen und Männer die Rollen tauschen. Wenn es mehr Männer wie Andi gibt, dann sind Typen wie du ein Auslaufmodell. Wir haben sowieso bessere Abschlüsse. Wir sind nur bisher nicht zum Zug gekommen, weil die Kindererziehung an uns hängen blieb. Weißt du, du hast doch nur Angst, dass deine Emily nach dem Kind wieder einsteigen möchte und du zu Hause bleiben musst. Ach, was rede ich denn? Das hast du ihr bestimmt längst klar gemacht. Elternzeit hat er bei mir doch nicht beantragt, oder? Hat sich Katrin auch immer dran gestört. Sollte das eben. Schämst du dich für mich? Nein, so war das doch gar nicht gemeint. Nee, wie war es denn sonst gemeint, wenn ich dich vor deinen Kollegen nicht mal küssen darf? Ich war überrascht, als du plötzlich da gestanden bist. Ich habe nicht mit dir gerechnet. Überrascht? Komm, hör auf! Dann gib's wenigstens zu, dass ich in meinem Aufzug vor deinen Kollegen peinlich war. Ja, weißt du, du hättest auch mal ein bisschen nachdenken können in den verdreckten Klamotten. Es sind nur verdreckte Klamotten. Äußerlichkeiten. Ja. Aber versetz dich mal in meine Lage. So ein Büro ist wie ein Bienenstock. Die warten doch alle nur darauf, sich das Maul zu zerreißen. Aber was denn? Dass du mit einem Gärtner zusammen bist? Ja. Die verurteilen dich, ohne dich zu kennen. Ich weiß, dass das falsch ist, aber in meinem Arbeitsumfeld, da gelten halt andere Konventionen. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich höre immer nur Arbeit, du und deine Arbeit. Ja, meine Arbeit ist ein großer Teil von mir. Und sie macht mir Spaß, das bin ich. Meine Arbeit macht mir auch Spaß. Aber es gibt Gott sei Dank noch ein bisschen was anderes im Leben. Ja, ich weiß. Hast ja recht. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ja, okay. Komm, geh mal was trinken. Anni, sei mir nicht böse. Aber ich muss morgen ganz früh raus. Ich muss nach Hamburg. Es geht um meine Beförderung. Was machst du eigentlich mit dem ganzen Geld, das du dann verdienst? Noch mehr Magerquark kaufen? Flughafen, bitte. Katrin hat nur ihren Job im Kopf. So blöd und fall auch noch drauf rein. Das ist halt passiert. Jetzt hakt das unter Erfahrung ab. Mhm. Ja, ja, klar. Und der kommt dann da einfach mit seiner Nummer so durch. Nicht mit mir. Das sage ich dir. Ich habe da eine Idee. Was denn für eine Idee? Ich weiß auch noch nicht so genau. Männer sind so berechenbar. Der wird sich noch wünschen, der hätte mich nie kennengelernt.
Jessie? Ja? Such mir doch mal die coolste Ü30-Party für dieses Wochenende raus. Und mach mir davon einen schönen A4-Ausdruck auf buntem Papier. Klar, mach ich jetzt. Danke. Doch. Katrin. Ich bin Gärtner. Boah, das ist nicht mal eine Topfpflanze. Du kannst dir diese riesige Wohnung leisten. Ich lebe in der WG und mein bisschen Hausrat lagert in der Garage. Das ist mir vollkommen egal, was die anderen denken. Du hast doch selbst gesagt, das sind Äußerlichkeiten. Meine Kollegen haben das sofort erkannt. Irgendwann wird es dich auch stellen. Ja, ist mir egal. Mir aber nicht. Geschmackvoll. Gehst du mit essen? Ich denke nicht dran. Was denn? Tu doch nicht so ahnungslos. Mein Hündchen hat mir alles erzählt. Komm, Katrin. Wir haben Spaß gemacht. Ich war vielleicht ein bisschen angeheitert. Hat sich eh erledigt. Du, ich habe mir eh gedacht, dass es mit euch beiden nicht so passt. Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Maß dir an, darüber zu urteilen, wer zu mir passt? Katrin, ich... Du stellst Andi als Weichei hin? Dabei bist du doch derjenige, der nicht damit klarkommt, dass Frauen und Männer die Rollen tauschen. Wenn es mehr Männer wie Andi gibt, dann sind Typen wie du ein Auslaufmodell. Wir haben sowieso bessere Abschlüsse. Wir sind nur bisher nicht zum Zug gekommen, weil die Kindererziehung an uns hängen blieb. Weißt du, du hast doch nur Angst, dass deine Emily nach dem Kind wieder einsteigen möchte und du zu Hause bleiben musst. Ach, was rede ich denn? Das hast du ihr bestimmt längst klargemacht. Elternzeit hat er bei mir doch nicht beantragt, oder? Hat sich Katrin auch immer dran gestört. Einfach
Zug verschieden. War eine tolle Frau. Mhm. Sind Sie sicher zu spät? Kann ja nicht einfach anrufen. Frau Stelzel? Ja? Ja, danke. Sie haben mir was verloren. Danke. Ja, dann bitte. Guten Morgen, was darf für Sie sein? Eine Breze. Und was darf sein? Guten Morgen, ich hätte gerne 5 Brezen, 5 Semmeln, 5 Croissants und 2 Baguettes. Gerne. Und? Und? Was kommt dazu? Was möchten Sie noch? 6 Croissants, 6 Semmeln, ein Laibbrot. Da gehe ich nächsten Samstag hin. Speed Dating. Das ist doch ideal für mich. Ich habe kaum Zeit, jemanden kennenzulernen und an so einem Abend treffe ich bis zu 20 Männer. Was soll denn das bringen, wenn du dich mit 20 Männern gerade mal 2 Minuten unterhältst? Da lernst du doch keinen kennen. Ja, aber ausprobieren kann man das doch mal. Vielleicht ist ja einer dabei. Das sind doch nur Leute Abstauber. Ich bin jetzt 40. Bringt ja noch nicht mal mehr was, wenn ich mir meine Eizellen einfrieren lasse. Das fällt dir aber früh ein. Du wolltest doch bislang auch gar keine Kinder. Doch. Ich dachte, ich hätte noch Zeit. Du musst einfach mal Prioritäten setzen, ja? Und du musst dich entscheiden, was dir wichtig ist. Du hast doch nie Zeit, nicht mal an einem Sonntag. Ich meine, es ist doch klar, dass den meisten Männern das auf Dauer einfach zu wenig Restzeit ist. Ich lerne ja erst gar keinen kennen, der mir gefällt. Michael! Mhm. Michael! Hi, ich bin der Christian. Katrin. Ich habe meinen Steuerfachwirt gemacht. 3 Jahre Abendschule. Ja, ehrlich? Toll. Und was machst du so? Ich bin Wirtschaftsmathematikerin. Auch toll. Aber das heißt ja nicht, dass mir Familie nicht wichtig ist. Im Gegenteil. Ich mag Fußball. Ich bin Fußballfan. Ich bin schon als kleines Kind immer im Stadion. Ciao und viel Glück noch. Hi. Ich bin Andi. Hallo. Also ich bin 37 und ich bin Anwalt. Krankenschwester. Katrin. Krankenschwester. Schwester Katrin. Ja. Mhm. Okay. Mhm.
Mama, Plätze wechseln, es geht weiter. Warte mal. Danke. Der schnell wachsendste Laubbaum in Europa. Im Herbst verliert er als allerletzte seine Blätter. Du kennst dich ja aus.